So, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur nächsten Kampagne, nämlich der Abenteurerkampagne hier in Port Royal 3. Und ihr seht, ich habe schon mal angefangen, denn die ersten paar Minuten, die sind ja exakt gleich. Also es ist nur die Einführung ins Spiel und der Pedro de Vega hat sich nochmal kurz vorgestellt. Das war alles exakt gleich. Auch das Intro-Video war exakt das gleiche wie in der Handelskampagne. Deswegen, ja, habe ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen vorgespult schon. Und belästige euch nicht mit dem, was wir eh schon alles in Folge 1 gesehen haben. So, ab jetzt geht es allerdings mit der Abenteuergeschichte los, denn die ist ein bisschen anders. Es geht trotzdem wieder darum, dass wir anscheinend Elena irgendwie, naja, von uns überzeugen müssen. Allerdings diesmal nicht durch Handel, sondern, ja, wahrscheinlich eher durch andere Sachen. Aber das wird sich gleich alles zeigen. Also, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich habe ein bisschen gehandelt, habe hier schon mal so ein paar Städte aufgedeckt, weil ich eh Zeit hatte und die Zeit rumbringen musste. Und ich glaube, wir sind zweimal schon aufgestiegen. Also wir sind schon Leichtmatrose, haben wieder zwei Schiffe. Wie gesagt, das war alles gleich. Und jetzt hatten wir die Aufgabe, wir mussten Elena oder wir sollen Elena aus Port Royal nach New Orleans bringen. Und deswegen switche ich nach oben. Da ist schon unser Konvoi. Der steht kurz vor New Orleans. Und dann werden wir mal anlanden und gucken, was passiert. Viel Spaß. Ha, sollte auf die Stadt klingen. So, jetzt. Es hörte sich nach einer einfachen, unkomplizierten Fahrt nach New Orleans an, bei der eine junge Frau zu einem diplomatischen Treffen gebracht werden sollte. Es gefällt ihr nicht, dass sie mit einfachen Leuten reisen muss, um unerkannt zu bleiben. Doch auch der Grund der Reise gefällt ihr nicht. Sie ahnt, dass ihr Treffen mit dem französischen Vizekönig nur dazu dient, sich dessen Sohn zu zeigen. Der junge Kapitän bemerkt ihren Unmut und versucht zunächst vergeblich, sie aufzuhalten. Doch schließlich lacht sie. Das Strahlen ihrer Augen leuchtet in sein Innerstes. Doch sie denkt an ihre Mission und denkt daran, dass es einer Frau ihres Standes nicht entspricht, einem einfachen Seemann mehr Beachtung zu schenken als unbedingt notwendig. Und dennoch, ein junger Mann verliebt sich in diesem Augenblick in eine junge Frau. Ja, das kannten wir auch schon. Ausgezeichnet. Du hast eine neue Stadt entdeckt und Elena ist sicher in New Orleans angekommen. Wir können nur hoffen, dass ihre Mission erfolgreich ist und sich das Verhältnis zwischen Frankreich und Spanien bald verbessert. Sie wird noch eine Weile bleiben und später von einem anderen Konvoi nach Hause gebracht. Die wichtigsten Grundlagen hast du nun gelernt. Wie es nun weitergeht, hängt davon ab, welchen Weg du gewählt hast. Genau, so, jetzt haben wir den Punkt, den wir auch schon in der ersten Kampagne hatten. Das Problem ist, ich kann euch vorher keine Einführung geben, ohne dieses Video und das hier alles zu machen. Denn wenn ich jetzt auf das X klicke, dann beginnt die Abenteuerkampagne. Und deswegen gibt es jetzt direkt das nächste Video und quasi die Einführung in das Abenteuer mit unserem guten Kapitän. Obwohl, wir sind auch kein Kapitän, wir sind Leichtmatrose Kralle und Elena. So, nächstes Video. Viel Glück. Ein junger Mann quält sich mit den Gedanken an die für ihn unerreichbare Elena. Selbst wenn sich irgendwann ihre Wege wieder kreuzten, warum sollte sie ihn mehr als eines Blickes würdigen? Schließlich ist er ein Niemand. Der Lauf seiner Gedanken wird von einem aufgeregten Gespräch am Nachbartisch durchbrochen. Zwei Kapitäne fragen sich, was mit der Tochter des spanischen Vizekönigs geschehen ist. Sie hatte nach ihrer diplomatischen Mission in New Orleans ein Schiff zur Rückfahrt betreten, doch das Schiff wurde nicht wieder gesehen. Admiral de Mendoza, Elenas Onkel, sei außer sich vor Wut und will Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sie zu finden. Der junge Mann ist bestürzt, aber er fasst einen Beschluss. Er wird Elena retten. Wenn er zu allem entschlossen beim Vizekönig vorspricht, wird dieser ihm die Chance dazu geben. Dessen ist er sich sicher. Und so bereitet er alles für einen perfekten Auftritt vor. Pedro de Vega verschafft ihm eine kurze Audienz. Elenas Vater ist am Boden zerstört. Doch er schöpft Hoffnung aus dem Selbstvertrauen des ihm unbekannten jungen Mannes. Der Vizekönig merkt, dass der junge Mann nicht nur aus Pflichtgefühl handelt und ist sich somit sicher, dass er nicht aufgeben wird, bevor Elena gerettet ist. So, so. Ihr sollt uns nun helfen, Elena zu finden. Aber gut, ihr habt den Vizekönig überzeugt und ich bin sicher, wir können jede Hilfe gebrauchen. Als erstes müssen wir euch für die Suche rüsten. Hier habt ihr Gold und Schiffe.
Bildet aus den Schiffen einen Konvoi und heuert Matrosen an. Ja, das also jetzt der Weg des Abenteurers. Ganz kurz, ich finde immer lustig, dass unten in der, ja quasi, in den Untertiteln immer in Klammern Pause steht. Also das könnten sich auch wirklich klemmen. Das ist ja so sinnlos, aber okay. Wenn sie sich dabei was gedacht haben. So, also wir sollen aus deinen neuen Schiffen oder aus unseren neuen Schiffen in Port Royal einen Konvoi bilden und 100 Matrosen anheuern. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich habe das eigentlich schon erledigt. Also ich habe noch nicht die 100 Matrosen, das fehlt mir noch. Aber ich glaube, Schiffe habe ich nicht mehr, oder? Nee. Ich habe doch hier nicht ein einziges neues Schiff. Oh, doch. Okay, na gut. Wir haben doch neue Schiffe bekommen. Und ein wenig Gold. Dein derzeit ausgewählter Konvoi hat weniger Matrosen, als er haben könnte. Pro Kanone eines Kampfschiffes sollte der Konvoi 4 Matrosen an Bord haben, um im Falle eines Kampfes die bestmögliche Feuerrate zu erzielen. Jawohl, Pedro. Das machen wir. Aber erstmal müssen wir kurz nach Port Royal. So, hier die Stadt hätte ich gerne noch. Tampa. Tampon. So, alles weg. Das geht auch alles weg. Und Metalle. Na gut, ich weiß ja durch die erste Kampagne, wo man Metalle gut verkaufen kann, nämlich in Cayman. Deswegen machen wir kurz den Weg nach Cayman noch und dann nach Port Royal. So, zack. Das dürfte jetzt ein leerer Konvoi sein. Genau, wir gehen nach Port Royal. Betreten die Stadt. Und werden uns das neue Schiff aneignen. Oh, sogar 2. Lasst mich mal kurz was überlegen. Du hast ein Schiff im Hafen, das nicht zu einem Konvoi gehört. Ja. Um dieses auf die Reise zu schicken, musst du es entweder einem Konvoi hinzufügen oder aber aus dem Schiff einen neuen Konvoi bilden. Ja, das ist nämlich genau das, was ich gerade machen will. Und zwar, wo ist denn das einzelne Schiff? Da ist es. 250. Kann man noch ein Schiff kaufen? Ist ein bisschen mehr... Verkauf nicht, wer kaufen. Pinasse. Komm, Pinasse. Und dann machen wir einen neuen Konvoi. Nämlich aus der Barke hier. Und nennen ihn Fegefeuer. Nee, das klingt so nach Krieg. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man Schiffe nennt. Hier, Holunderblüter. So, und dann nehmen wir da noch die Pinasse mit rein. Ja, aus dem Hafen. Ach, das ist übrigens so eine Pinasse. Die haben wir ja in der ersten Kampagne übernommen. Durch Kampf. Oder durch Entern. Diese riesen Pinasse, für die war, glaube ich, 4000 Dollar. Dollar, sag ich schon. Psst, hier. Ich habe etwas. Ich brauche Unterstützung bei meiner Suche. Sogar 2 Kartenteile in einer Taverne. Das ist selten. Gut, Dein aktuell ausgewählter Konvoi hat kein Kampfschiff. Wenn du möchtest, dass sich dein Konvoi bei einem Angriff zur Wehr setzt, musst du Pedro, halt doch mal bitte Maul. Mann, ey, wie als wenn ich hier noch nicht die erste Kampagne gespielt hätte. So, Routeplan. Da dieser eigentlich relativ erfolgreich war, machen wir das auch nochmal. Das Problem ist nur, ich weiß, dass hier Piraten sind. Aber egal. Da wird es halt ab und zu mal überfallen, das Mistding hier. So, wir machen wieder Profit. Route aktivieren. So, unser Capitano, der kann ein wenig kämpfen und ein wenig reparieren. Und der kann kämpfen, reparieren und erkunden. Oder Sichtweite. Okay. Gut. Dann haben wir nämlich einen, der automatisch für uns ein bisschen handelt und hoffentlich ein bisschen Geld eintreibt. Denn wir werden, glaube ich, nicht allzu oft zum Handeln hier kommen. In dieser Kampagne. Aber wir lassen uns überraschen. So, wir mussten noch 100 Matrosen uns holen. Ich hoffe, dass nicht die Franzosen hinter Elenas Entführung stecken. Denn bei der aktuellen Lage würde das mit Sicherheit Krieg bedeuten. Aber wer weiß. Vielleicht sind es ja nur irgendwelche verdammten Piraten, die ein Lösegeld erpressen wollen. Ja, das weiß man halt nicht, ne? So, ich werde mich trotzdem schon mal auf alles vorbereiten. So. Geht's weiter? Hallo? Na gut, dann kaufen wir uns erstmal hier was. Hier sind meine neue Schatzkarte. Ich danke euch. Und in der Nähe von Florida Keys. Jetzt müsste aber denn die neue Mission kommen, oder?
Man weiß es nicht. So, wir fahren erstmal nach Florida Keys. Ja, Florida Keys ist meistens hier oben. Oh, Elena macht sich Vorwürfe, denn sie weiß, dass ihre Mission alles andere als diplomatisch verlaufen ist. Vielleicht hätte sie den Sohn des französischen Vizekönigs nicht derart bloßstellen dürfen. Doch nun ist sie hier, in den Händen eines ihr unbekannten Freibeuters und ahnt, in wessen Auftrag er handelt. Pause. Bestimmt hat ihr Vater schon Hilfe ausgesandt. Doch wer auch immer nach ihr sucht, wird nicht wissen, wo er beginnen soll. Gut, euer Konvoi sollte nun für die kommenden Aufgaben gerüstet sein. Denkt daran, begebt euch nach New Orleans, um Nachforschungen über Elenas Entführung anstellen zu können. Gut, machen wir. Admiral de Mendoza möchte, dass du dich nach New Orleans begibst und dort nach Hinweisen zu Elenas Entführung suchst. Lege mit deinem neuen Konvoi in New Orleans an und betrete die Stadt. Das machen wir demnächst. Wir suchen erstmal den Vermissten. Da ist er. Hier, dein Schrubber. Er, dein Schrubber. Oh, die Piraten sind weg. Hier waren immer Piraten. Aber anscheinend sind sie wieder weg. So. Danke. Zweiter Teil der Schatzkarte erhalten. Bitte bedenke, dass dir beim Administrator einer Stadt Aufträge angeboten werden. Diese Aufträge... Pedro. Ganz ehrlich, kann ich den Typen ausstellen? Der nervt mich. Tooltips müsste... Ja, ich weiß es nicht. Sind es Beraterhinweise? Naja, wir können es ja mal wegklicken. Aber der Typ nervt wirklich nach einer Zeit. Deswegen, ja. So, wir nehmen nebenbei einfach noch mal ein paar Sachen mit. Wie gesagt, der Hauptbestandteil in dieser Kampagne besteht eigentlich eher durch aus dem Kämpfen und nicht aus dem Handeln. Ein Konvoi hat Probleme. Ja, ich weiß. Der Konvoi macht erstmal Minus. Wie immer. Das ist normal, Pedro. Mensch, du bist doch Berater vom Vizekönig. Du musst doch wissen, wie das Ganze ein bisschen abläuft hier. Nombre Veria. Achso, ich sollte auch wieder in die Städte reingehen und gucken, ob ich die Schatzkartenteile finde. Hier ist der Administrator. Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Ist nicht Wolle, oder ist nicht? Nee, wir haben gar keine Wolle. Okay. No Wolle. Aber wir können hier wieder ein bisschen was verhökern und plus machen. Oh. Schön, schön, schön. So, was kann ich mitnehmen? Holz. Und gebt das Hanf frei. Hanf wurde ja in Belize immer gebraucht, ne? Wir haben ja eh gerade Zeit. Also, naja, Zeit in Anführungsstrichen. Wir fahren mal kurz nach Belize runter. Ich will mal gucken, ob hier wieder... Auftrag fehlgeschlagen? Was? Was ist denn für ein Auftrag? Ach, ich sollte der Farbstoff nach Port Royal bringen. Stimmt, das ist mir jetzt komplett entfallen in der Zwischenzeit. Ja, okay, na gut. Aber es macht ja keinen Minus. Oder es gibt ja keinen Minus. Von daher alles gut. So, ihr wollt ja bestimmt Hanf, oder? Ihr könnt etwas für meine Stadt erledigen. Jetzt wollen sie keinen Hanf, sondern die Tücher gleich. Naja. Aber ich weiß, wir können das Hanf hier trotzdem gut verkaufen. So. Werkzeug, Tabakko. Und jetzt haben wir noch Hanf und Holz. Gut, dann machen wir uns Richtung New Orleans jetzt auf. So, erstmal alles verkaufen. Und einfach schauen, ob es hier noch was gibt. Es gibt übrigens auch keine Kartenspieler hier. Was mich sehr wundert. Ich weiß nicht, ob die erst später erscheinen. Oder ob es die einfach momentan wirklich noch nicht gibt. Ob es die generell hier nicht gibt in der Kampagne. Weiß ich nicht. Aber wir sehen nirgendwo Kartenspieler. Was erzähle ich denn? Für Mr. Klar gibt es Kartenspieler. Ach, die Symbole werden mir bloß nicht angezeigt. Och Mann, ey, Leute. Ignoriert mich bitte einfach. Guckt einfach nur das Spiel. Hört mir gar nicht zu. Was möchtest du? Ihr könnt... Ich bin ein Meister der Enterkämpfe und Stadtangriffe. Dass ich so teuer wäre, ich würde es direkt machen. Weil das ist wirklich nicht verkehrt, hier Kampferfahrung mit unserem Kapitän zu machen. Aber nicht für 80.000.
Das ist ja so übertrieben. So, Villa Hermosa. Das kennen wir ja alles schon. Ich habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, welche Stadt uns noch fehlte. Vielleicht finden wir es ja in dieser Episode raus. So, Veracruz. Auch noch sehr klein. Aber gut, es geht ja quasi wieder von vorne los. Und ich glaube, die Städte bauen sich auch nach und nach wieder selber aus. Ich habe folgende... Kaufen. Leute, nee. Barke, Brick. Okay, am Anfang gibt es halt noch die Normalo-Schiffe, sag ich mal. Die alle nicht so wirklich interessant für uns sind. Aber ich hätte trotzdem gerne mal ein weiteres Kartenstück. So, ihr könnt etwas für... Ja, da könnten wir wieder ein bisschen Geld nebenbei machen. Aber will ich nicht. Wie gesagt, wir handeln erstmal nur. Wir machen erstmal nur die Hauptmission. Und wenn uns irgendwann das Geld ein bisschen knapper werden sollte, dann überlege ich mal, ob ich vielleicht nebenbei noch ein bisschen handel. So, ich bin in New Orleans. Was sollte ich da machen? Nachforschung anstellen. Ahoi, Abenteurer. Mein Name ist William Kidd. Ich habe gehört, du suchst nach Hinweisen zur Entführung dieses spanischen Mädchens. Ich kann dir vielleicht helfen. Pause. Doch zuvor musst du für mich ein paar Konvois ausschalten. Es handelt sich um üble Piraten, die mich einst betrogen haben. Um ehrlich zu sein, würde ich die Informationen lieber aus diesem dreckigen Piraten herausprügeln. Nun gut, immerhin liefert er uns andere Piraten. Doch nehmt euch in Acht. Diesem Pack kann man nicht trauen. Und beeilt euch. Ja, beruhige dich bitte. Suche und vernichte die drei Piratenkonvois, deren ungefähre Positionen dir von William Kidd genannt werden. Der erste Konvoi liegt südwestlich von New Orleans, an der Küste zwischen Corpus Christi und Tampico vor Anker. Corpus Christi und Tampico. Ja, also jetzt geht's halt in die Kämpfe rein. Was tatsächlich mal ein kompletter Unterschied ist. Ja, kann ich überschreiben. Bin gerade am Überlegen gewesen, ob ich die alte Kampagne überschreibe. Aber ich brauch's ja eh nicht mehr. So, hier müsste irgendwo ein Piratenkonvoi liegen. Theoretisch. Da, ach, da ist er ja schon. Haha. Null? Okay, angeblich hat er null. Wir gehen mal auf manuell. Mal gucken, ob es jetzt erklärt wird. Ich bin schon wieder am Arsch. Feind voraus! Ich weiß nicht, wie das geht. Nein! Wir haben was verloren! Jetzt sind sie weniger als wir! Genau, denn ich will auf jeden Fall die Volltreffer! Dinger hier übernehmen. Wir wurden voll erwischt! Wir haben jemanden verloren! Wir können was einsammeln! Aus! Okay, dann machen wir jetzt erstmal die... Willkommen an Bord. Segel runter. Ich weiß nicht, wie man angreift. Es tut mir wirklich leid, meine Damen und Herren. Wir haben was verloren! Wir sind halt nullwendig mit diesem Scheißschiff. Wir sind aufgelaufen! So, jetzt, aber das kriegen wir jetzt hier, komm. Hier, dein Schrubber! Jawohl, komm, komm, komm. Bleib drinne. Nicht! Warum wirst du denn so langsam? Ah, oh, willkommen an Bord. So, Nummer 1. Eingenommen. Wie verlangsame ich das Schiff? Werd langsamer, bitte. Werd bitte langsamer. Ich weiß nicht, wie man langsamer wird. Hier, dein Schrubber. Oh, willkommen an Bord. Es tut mir wirklich leid. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier funktioniert. Wie kann man denn langsamer werden? Stopp bitte, stopp. Ich möchte, dass du nicht so schnell segelst. Och Mann, Kinder. Ey, komm, zerstör die Scheiße einfach. So, mit dem versuche ich jetzt hier nochmal mein Glück. So, jetzt fahre ich voll gegen das Schiff, dass ich da einfach nicht vorbeikomme. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Okay. Ich muss halt diesen Trick anwenden.
wunderbar. Zwei neue Schiffe. Null Waren, aber zwei neue Schiffe. Oh, du hast den ersten der drei Hundesöhne vernichtet. Haha, gut so. Nun kommt der zweite. Du findest ihn südlich zwischen Via Hermosa und Campeche. Übermittle ihm schöne Grüße von mir. Jawohl, machen wir. Allerdings gucken wir erstmal, ob oder beziehungsweise was wir jetzt für Schiffe erstmal verkaufen. Denn ich habe mir jetzt so gedacht, dadurch, dass wir durch Handel eigentlich wenig einnehmen, werde ich hier immer die schlechtesten Schiffe verkaufen, den Rest reparieren und dann hoffentlich Gewinn mitmachen. Ne, nicht am Hafendock, sondern hier. So, verkaufen. Brick. Reparieren kostet uns... Ist da was? Ich mach's anders. Wir reparieren alle Schiffe. Jetzt beim ersten Mal können wir es ja noch machen. Und wir machen noch einen zweiten Handelskonvoi, denn ich glaube, das ist nicht verkehrt. Denn wir werden... Ja, Navigator ist auch ein guter Name. Wir werden... Schlachterfahrung. Okay. Darauf angewiesen sein müssen, dass wir mehr automatische Handelsrouten haben, um Geld zu bekommen. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal einen Konvoi, den wir quasi hier handeln lassen. Ach, jetzt weiß ich leider nicht. Ich glaube, die andere gute Handelsroute war die hier hinten, aber davon, da kennen wir noch zu wenig Städte. Deswegen fahren wir mal kurz hin. Ja, der andere Konvoi kann sich erstmal in Ruhe quasi wieder reparieren lassen. So, genau. Aber die beiden Städte hier hätte ich gern noch. Santo de San Juan und Dings, genau. So, neue Handelsroute. Plan. Turk Island, Tortuga, Isabella, San Juan, San Tommy. Und bitte auf Profit gehen und aktivieren. So. 500, das ist okay. Und wir haben unsere zweite automatische Handelsroute und können jetzt dann hoffentlich den nächsten Konvoi angreifen. Erstmal hier alles auffüllen. Und dann müsste hier irgendwo der nächste sein. Da ist er. 66. Naja, okay. Santa Maria greift den Pirat Kapitän Dulane an. Manuell bitte. So, wir gehen erstmal natürlich wieder. Die Schlacht beginnt! Menschen? Okay, da muss ich mal kurz intervenieren. So, 105. Neuer Mann an Bord. 111. Wir haben jemanden verloren. 40 hat er noch. Okay, dann werden wir... Willkommen an Bord. Hier, dein Schrubber. Wir sind gestartet. Hier erstmal auf... einnehmen gehen. Achso, das ist das Schiff, was nicht mehr ganz so gut ist. So, entern. Und jetzt entern wir das Schiff hier. So, das sollte jetzt aber reichen. So, einfach hinterherfahren, dann passt das hoffentlich. Jawohl, erstes Schiff eingenommen. Boah, meine Galeone ist gleich im Eimer. Hau ab. Okay, wir haben ein Schiff verloren. Wahnsinn. So, da geht's jetzt mal richtig an den Kragen. Alter, 112. Ja, wir gehen nochmal auf Dings hier. Auf Segel, auf Männer kaputt machen. Ach, wieso bin ich denn jetzt nicht mehr in dem Menü drin? Oh, das ist doch grauenvoll. Warum sind denn diese Schiffe so gut? Oh, willkommen an Bord. So, du haust ab. Der andere versucht das immer noch zu entern.
Hier, dein Schrubber. So, jetzt haben wir es aber. Ja, 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 jawohl. Ach Gott. Mensch, das war aber kein schöner Kampf. Ich glaube, wir haben trotzdem zwei gute Schiffe eingenommen. Aber das hat uns jetzt richtig viel gekostet. Ei, ei, das wird diesem schmierigen Verräter nicht gefallen haben. Nun erledige auch noch den dritten. Dann ist unser Vertrag beendet. Du findest ihn östlich von New Orleans. Nimm dich in Acht. Okay, östlich von New Orleans. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, denn ja, das war quasi Folge 1 von der zweiten Kampagne. Von Port Royal Nummer 3 hier in der Abenteuerkampagne. Und ich werde in der Zwischenzeit meine ganzen Schiffe hier erstmal reparieren. Neue, ja, quasi neuen Konvoi zusammenstellen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin vielen Dank erstmal. Bis zur nächsten Folge. Ciao und tschüss.